wenn ich jeden Tag durch die Produktion gehe, dann sehe ich dann immer wieder etwas Neues, was wir machen. Und dieses Wochenende werden wir die ersten Muster der RE44 nach Sonneberg zum Prüfen senden. Und wir fahren hier gerade die sogenannte Pilot Production. Also hier wird jetzt in einer ganz kleinen Stückzahl anhand von Serienabspritzteilen geprüft, ob das auch alles funktioniert, ob auch die Produktion so zusammengestellt ist, also die Arbeitsaufträge so zusammengestellt, dass das dann auch alles funktioniert. Sowas wird also generell immer mit allen Produkten gemacht, und Sie sehen hier die ganzen, die sehr, sehr vielen Teile, die hier liegen, die alle montiert werden müssen. Sie können sich also vorstellen, dass das doch ein relativ großer Aufwand ist. Heute ist die Pre-Production von der RE44 schon deutlich weiter. Hier werden gerade die Pantographen zusammengebaut und dann aufgesetzt. Später werden wir uns das Modell sicherlich noch mal etwas genauer anschauen. Also Schweizer Modell, RE44, Pantograph. Machen wir mal einen Pantograph drauf. Oh. Ja, die Farben sind natürlich von der Abspritzung her. Wir spritzen natürlich nicht die richtigen Farben ab. Oh, sieht schon richtig gut aus. So, you start? Slow down a little bit. Slow down. Okay, Hermann, and now we want to have a look at the locomotive again here on my desk, and maybe you can turn it slowly so we see it from all sides. This looks nice, fine. Nice boogies again. Wow. Nice cow catcher. And also the roof and the pantos, very detailed, very nice. Okay, and you said something with the boogies. Yes. Is there special? Yeah. First time we make this design, then the boogies didn't move, but the gearbox can, with the wheel set, can up and down during the slope layout. Aha. Also wie Sie sehen, die Drehgestelle, die bewegen sich nicht nach oben und unten, sondern nur die Radsätze mit der Getriebebox. Ich meine, das sieht natürlich dann toll aus. Es werden dann irgendwelche Ungleichheiten auf dem Layout dann überbrückt, und ja. Die springt dann nicht mit den Drehgestellen. And you have better contact by this too. Great job, Hermann. Yes. Thank you very much. Thank you. And have a nice weekend. Okay. Bye-bye. Also, liebe Pico-Freunde, vor allem in der Schweiz, grüezi miteinander. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auch natürlich den Pico-Freunden im Ausland von der Schweiz aus gesehen. Ich meine, es ist eine tolle Lok. Und ich glaube, wir haben wieder was Fantastisches auf die Gleise gestellt hier. Bedanke mich, wünsche auch Ihnen eine schöne Zeit, weiterhin viel Spaß mit Pico, und bleiben Sie gesund und uns wohlgesonnen.